Und dann diese Schuheinsätze, die sind total praktisch, da passen auch einiges an Schuhen rein. Hey Leute und willkommen bei den Suchhins. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Vlog. Ihr wolltet ja so gerne. Ich habe euch ja gefragt, was ihr jetzt so für Themen euch wünscht. Und die meisten haben gesagt, einfach weiter vloggen. Ich weiß nicht, wie weit euch das wie interessieren wird, aber natürlich vlogge ich halt immer ein bisschen aus dem Alltag und dann halt, was wieder weiter auf der Baustelle passiert. Mir werden ja immer wieder zwischendurch viele, viele Fragen gestellt zu verschiedenen Sachen aus dem Bau. Und ich versuche dann immer in den Videos zu beantworten und darauf einzugehen und nehme euch da einfach immer ein bisschen mit. Und falls ihr sonstige Anregungen habt, könnt ihr mir gerne schreiben. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Kind ist im Paradies. Die hat wieder mal von einer Tante noch gebrauchte Sachen geschenkt bekommen und auch ein paar neue, unter anderem dieses Auto von Oma und Opi, weil die im Ausland waren. Und ich war heute ein bisschen shoppen, beziehungsweise musste das Auto zum Ölwechsel bringen, genau. Und habe dann ein bisschen in der Zeit geshoppt, damit ich nicht hin und her fahre. Die Kleine konnte ich abgeben und habe ein bisschen geshoppt. Ich zeige euch das mal kurz, aber halt nichts fürs Haus, sondern für mich. Einmal Hunkemöller, das zeige ich euch natürlich nicht. Und dann einmal, habe ich schon ewig gebraucht, Turnschuhe, ganz normale Nikes. Also diese Nike Air, finde ich ganz toll und die habe ich für 35 Euro ergattert, weil die da noch Prozente drauf hatten. Ja, bin ich ganz froh drum. Ansonsten wurde eingekauft, gleich gibt es Lachs, einen Dampfgarer, wir haben den schon ausprobiert, also den Dampfgarer, ist ganz toll und jetzt mache ich da Lachs drin mit, mit so einer Senfsoße. Und hier, das habe ich gerade eben probiert. Das ist total lecker. Das ist ein Brotaufstrich mit Keksgeschmack. Also wer Kekse mag, und ich mag Kekse, das ist voll lecker. So, dann unser Gästebad. Ich weiß gar nicht, wie oft ich euch das schon so fertig gezeigt hatte. Das ist so momentan die Variante. Also natürlich alles vorübergehend und hier halt noch unser ganzes Zähneputzzeug und alles, was wir für den alltäglichen Gebrauch brauchen, weil wir momentan ja hier am Duschen sind. Und unsere Dusche sieht momentan so aus. Fehlt noch die Brausestange und die Duschabtrennung. Und deswegen duschen wir uns momentan provisorisch hier so. Oder die Kleine badet dann meistens bei der Oma. Ja, das ist der aktuelle Stand. Und hier wurde schon ein Teil von dem super monströsen Teil Fitnessraumgerät aufgebaut. Also ich weiß nicht, wer sich sowas kauft, aber anscheinend mein Mann. Der hat mit diesem Ding vielleicht mal in seinem Leben zehnmal trainiert. Nein, aber. Ich habe das mal gekauft, als wir noch in einer ganz alten Wohnung gewohnt haben und da hatte der keinen Platz, hat er das mal zu den Eltern gestellt und meinte, wenn wir irgendwann mal ein Haus haben, dann kann er das hier reinstellen und dann kann er sich hier Fernsehanschluss machen, bla 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 und voll trainieren. Naja, mal gucken, ob das so sein wird. Also ich kann natürlich daran auch trainieren, aber ich weiß nicht, ob ich das jemals benutzen werde und ob ich nicht einfach zu platt dafür am Abend bin und wie oft er das benutzen wird. Vielleicht wird das mal ein Jahr oder so hier stehen und dann wird es wieder abgebaut, verkauft und weiß ich was. Mal gucken, ich halte euch da auf den Laufenden, ob wir dieses Trainingsgerät jemals benutzen werden. Mal schauen. Wird übrigens noch bei uns weiterhin verfüllt. Alles per Hand und Schubkarre und diesem tollen Helfer, dem die Rüttelplatte. Ja, damit wir bald
wenn wir die Einweihungsparty haben, hier ein bisschen rausgehen können auf die Terrasse, damit es nach einer Terrasse aussieht. Magst du mir helfen? Ist ganz schön spannend, ne? So eine Spülmaschine. Ja, das kann man machen. Aber langsam, langsam. Nein, nein, Liana. Das haben wir doch vereinbart, dass wir das nicht machen, ne? Das machen wir nicht. So, hier wird jetzt ein Türdrücker montiert. So, dann habe ich euch, glaube ich, noch nicht unseren schönen Ankleideschrank präsentiert. Der ist so toll. Von Ikea. ich zeige euch hier mal kurz, wie der innen aussieht. Die Ankleide zeige ich euch auch noch mal kurz. Wahrscheinlich aber eher in einem anderen Video. Gucken, ob ich das in dieses Video reinpacke. Die Ankleide haben wir bei Ikea planen lassen. Also das ganz normale Packsystem, aber halt als Garderobenschrank. Das haben wir vorher natürlich schon so ein bisschen passend uns planen lassen. Diese Nische, die ist genau 2 Meter, dass da halt, ja, 2 Meter Schrank reinpasst, also 2 Meter noch was. Wenn wir das genau hier rein. Hier haben wir zum Beispiel die Einteilung für kurze Jacken und dann später für die Kinder auch die Jacken. Also ist da auch eine Stange vorgesehen. Für später, weiß ich nicht, ob das jetzt dann wie zu tragen kommt, aber ich habe mir das jedenfalls so vorgestellt. Hier fehlt noch so ein Einsatz für Brille und Co. Momentan liegen da noch die Schlüssel. Hier sind dann halt Jacken und ja, so Übergangsjacken jetzt erstmal. Später halt irgendwann die Winterjacken, die werde ich dann umtauschen. Hier Stiefeln erstmal und so. Ja, es ist jetzt erstmal alles vorübergehend und dann. Und dann diese Schuheinsätze, die sind total praktisch, da passen auch einiges an Schuhen rein. Ich habe jetzt einfach mal provisorisch alles mal einfach, was wir in den Kartons hatten, auch hier reingestellt. Das wird natürlich noch ja, alles sortiert und passend gemacht. Dann haben mich noch ein paar Leute gefragt zu den Lampen, zu den Lichtern, die wir hier überall haben. Das sind LED-Lichter von dem Hersteller, Schatz, wie heißt der? Mobile. Mobile. Die LED-Spots, die sind von der Firma Nobile. Ich setze euch mal den Link in die Infobox. Hatte ich schon mal auch ein paar Kommentaren auch mal den Link reingesetzt. Aber ja, ich mache das einfach mal noch mal in die Infobox. Dann habt ihr das immer greifbar. Ja, das ist 8 Watt und die leuchten, die sind dimmbar. Das heißt, wir können die dann regeln. Ja, die leuchten sehr, sehr gut. Also kann ich nur sagen. Und ich zeige euch das mal kurz, wie ich das dimme und umstelle. Das ist dann die Flurbeleuchtung, die mache ich dann hier über den KX-Schalter an und aus. Und hier kann ich auch, das ist jetzt auf 41%, nochmal zum Beispiel runter dimmen. Dann sind wir hier bei 1%. Dann hier so, oder wenn ich das höre. Und das ist jetzt 100% volle Leuchtkraft. Ja, ich weiß nicht, ob das im Video so rüberkommt, das ist auf jeden Fall sehr, sehr grell. Das brauchen wir auch für den Alltag nicht. So, wir haben das halt immer ja, so bei 50% an und ich finde, das ist immer noch ausreichend. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das im Video so einem vorkommt. Und dann zeige ich jetzt euch noch die Galerieleuchten. Die kann ich auch hier drüber schalten und das zeige ich euch jetzt auch mal ganz kurz. Ach ja, dann haben wir noch die Lüftungsanlage eingeschaltet. Jetzt komplett in Betrieb genommen. Ich werde euch aber dann in den nächsten Videos dazu was erzählen, wie das ist von der Luftqualität, von der Geräuschentwicklung, von der Raumklima generell, wie das so sein wird, weil jetzt einen Tag kann ich euch noch nichts zu sagen. Das muss ich ja erstmal alles einpendeln, auch mit der Fußbodenheizung. Wir haben die jetzt einmal auch schon komplett einmal angemacht, weil jetzt die Tage schon frisch war und ja, wir müssen jetzt gucken, wie das alles zusammen harmonieren wird. So, jetzt nochmal das Lichtthema. Hier haben wir auf dem Schalter, hat jetzt Anton einfach nur hier programmiert, einmal die Jalousien, jetzt habe ich was zu dem Licht angemacht, die Jalousien fürs Essen oder für die Küchen Jalousie. Und dann kann ich das halt einfach hier ganz normal hoch machen. Achso, der fährt schon hoch, habe ich gar nicht gesehen. Dann wird das hochgefahren.
Jetzt habe ich das Ganze gestoppt. So, fürs Licht klicke ich wieder auf Licht und dann habe ich halt hier die Galerie. Die kann ich, also die ist jetzt an- und ausmachen. Lerner kann das auch schon. So, und dann haben wir die Theke, das Licht. Und in der Küche noch das Licht. Ich zeige euch das, wie das dann alles ausschaut. Auf jeden Fall kann ich hier drüber alles schalten. Alles sehr praktisch, funktioniert ganz gut. Ja, und das halt auf allen Schaltern. Man kann das ja alles beliebig benennen und programmieren, wie auch immer. Das ist jetzt erstmal alles vorübergehende erste Variante, was wir als Wichtigstes brauchen. Man kann natürlich hier auch noch switchen. Natürlich, ich zeige euch das auch gleich auf einer anderen Schalter, noch die Fußbodenheizung an, drüber steuern lassen und, also alles Mögliche, ne? Also hier ist zum Beispiel dann die Küche. So, hier dann die Küche. Und hier dann das Thekenlicht. Bum, 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 bum. Was machst du denn hier? Nein. Julie, Balou. Balou, nein. Das darfst du nicht machen. Ja, hier könnt ihr dann ja, wie gesagt, noch die Fußbodenheizung. Das habe ich auch schon mal in einem Video gezeigt. Rollladen und halt hier Beleuchtung noch steuern. Hier wird noch Auto gefahren jetzt abends. Und gleich geht's ins Bett. Ja, und ich verabschiede mich auch, denke ich mal, jetzt mit dem Video. Habe ich mal ein bisschen den Alltag gezeigt und sonst, was so die Woche noch passiert ist. Ach so, und das Allerwichtigste, das Geländer, das habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Das zeige ich euch dann kurz. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Und würde ich sagen, bis zur nächsten Woche. Vielleicht ist dann auch schon das Gäste-WC mal komplett fertig mit Spiegel und Dusche. Mal gucken, ich weiß es nicht. Und sonst erzähle ich euch was zu der Lüftungsanlage und irgendwann auch was zu dem Außenputz, weil ich denke mal, der kommt noch dieses Jahr dran. Ja, und danach, nach dem Video, weiß ich nicht, dann werden wir hoffentlich dann endlich mal dieses KNX-Video drehen, wenn ich meinen Mann erstens dazu bringe, vor die Kamera zu treten und zu sprechen dabei. Und zweitens, lass mal bitte die Spülmaschine, ja? Und, seht ihr, was die macht? Da. Diese kleine Wurm, die klettert auf die Spülmaschine drauf. Nein. Diana, nein. Nein. Auf jeden Fall werden wir dann dieses KNX-Video machen, weil es schon so viele Leute gefragt haben und jeder will das sehen, wie das programmiert wird, wie auch immer. Ich weiß nicht, ob das also alle interessieren wird, aber die Leute, die das dann wissen wollen. Was soll das? Also, jetzt wurde ich wieder unterbrochen. Auf jeden Fall werden wir danach dieses KNX-Video machen und alles mal erklären, wie das funktioniert. Die das halt nicht interessiert, ja, dann werde ich dazu noch was anderes drehen oder zeigen. Aber zwischendurch, wie gesagt, werde ich dann auch dieses KNX-Video, dieses sehr fachmännische Video mal hochladen für die Leute, die das halt wissen wollen. Und dann sind hoffentlich nicht so viele Fragen. So, ich muss Schluss machen. Ich wünsche euch eine schöne Woche und bis dann. Wie versprochen, das Geländer, ich muss leise machen, weil die Kleine schläft. So schaut das Ganze hier aus. Es wird natürlich noch da komplett mit so Verblendungen zugemacht. Und dann sieht das auch ordentlich aus. Unsere kleine Brücke. Und hier ein kleiner Einblick in unsere Ankleide. Der Rest folgt später.